Können Rentner die 3.000 € Inflationsausgleichsprämie auch erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bin mir ganz sicher, dass wir zu diesem Thema auch schon mal ein Video gedreht hatten. Ich habe hier am 23. April 2023 nochmal eine interessante Anfrage bekommen. Da schreibt uns der Herr sowieso, ich verfolge regelmäßig die sehr informativen Beiträge im Internet. Ich bin Altersrentner, 68 Jahre alt. Im Zusammenhang mit den verschiedenen Tarifverhandlungen, Abschlüssen wird ja auch vielfach von einem Inflationsausgleich gesprochen, was ja völlig okay ist und den Empfängern auch zu gönnen ist. Meine Frage, müsste uns Rentnern nicht auch so etwas gewährt werden, zusätzlich zur Anpassung im Juli 2023, denn die Inflation macht ja vor Rentnern auch nicht halt. So sehr ich Ihnen das wirklich gönne, ja, Ihnen allen da draußen in Deutschland, allen Rentnerinnen und Rentnern, die bis zu 3.000 € Inflationsausgleichsprämie, so sehr muss ich Ihnen aber auch sagen, wird das nichts werden, wenn Sie nicht zufälligerweise in einem Arbeitsverhältnis stehen. Und ich zeige Ihnen das mal, wo das gesetzlich geregelt ist. Ich habe hier mal die FAQs vom Bundesfinanzministerium aufgeschlagen. Ich mache die mal, ich hoffe, ich kriege die ein bisschen größer rein hier. Ja, genau. Und da steht geschrieben, ja, wir haben hier also die entsprechende Regelung, die gesetzliche Regelung, die ist geregelt in Paragraph 3 Nummer 11c Einkommensteuergesetz. Und hier hat das Bundesfinanzministerium einfach mal geschrieben, wer kann denn eigentlich die Inflationsausgleichsprämie erhalten, wenn, unter welchen Voraussetzungen ist das möglich? Es können nur Beschäftigte, Arbeitnehmer im steuerrechtlichen Sinn sein. Das können Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit sein, kurzfristig Beschäftigte, Minijobber, Auszubildende, Arbeitnehmer in Kurzarbeit, Arbeitnehmer in der aktiven oder passiven Phase der Altersteilzeit oder sogar Beziehende von Vorruhestandsgeld. Also hier gibt es auch noch verschiedene andere begriffliche Einbeziehungen, die, wo es möglich ist, dass man die steuerfreie Prämie bekommen kann. Aber es gibt aktuell keine gesetzliche Regelung, die vorsieht, dass Rentnerinnen und Rentner, die nur eine Rente beziehen und nicht in einem Arbeitsverhältnis bestehen, also nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, oder den Arbeitnehmerbegriff des Paragraph 3 Ziffer 12c Einkommensteuergesetz erfüllen, keinen Anspruch auf eine entsprechende Prämienleistung haben. Der Gesetzgeber hat das so nicht vorgesehen. Das Einzigste, was ich kenne, was als kleinen Ausgleich für die gestiegenen Kosten da war, ist die sogenannte Energiepreispauschale 300 €. Aber die ist ja schon für fast alle zur Auszahlung gekommen. Also meine Damen und Herren, im Normalfall bekommen Sie als gesetzlicher Rentenbezieher keine 3.000 € Inflationsausgleichsprämie gezahlt, wenn Sie nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen und der Arbeitgeber hier entsprechende freiwillige Leistung für Sie durchführt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.